Ich habe mir vorgenommen, dieses Video wie eine Geschichte zu gestalten. Hier könnt ihr auch ruhig eure Augen zumachen, euch einfach nur entspannen und euch einfach das Video anzuschauen. Und Triggerwarnung, das, was ich euch sage, ist wirklich eine echte Geschichte. Und zwar, stell dir mal vor, also nur wirklich nur vorstellen, du bist Mitte 30, lebst noch bei deiner Mutter und hast starke Drogen zu dich genommen. Es ist egal, ob es, also Heroin oder Kokain, eins von beiden, du kannst dich davon entscheiden. Die Droge hat dich so stark berauscht, dass du dich einfach nur hinlegen wolltest, um zu schlafen. Doch jetzt fängt der ganze Albtraum an. Du wachst auf und es fühlt sich alles wie in einem Albtraum an. Du fängst an, Dinge zu tun, die du eigentlich nicht mal tun willst. Dinge zu tun, die du dir selbst nicht erklären kannst. Du gehst sogar so weit, dass du deine Mutter, die Frau, die dich großgezogen hat, die Frau, in dessen Bauch du 9 Monate lang warst, die Frau, in dessen Wohnung du trotz deinem hohen Alter noch lebst, die Frau, über die du gesagt hast, dass das ganze Glück der Welt du nur mit einem Wort beschreiben kannst, und zwar Mama. Du fängst im Rausch an, dieser Frau Gewalt anzutun. Zwar, du bist sogar so gewalttätig, dass du ihren Kopf zerschneidest. Während ihr Körper vermutlich auf dem Boden liegt, gehst du mit ihrem Kopf zum Fenster eurer Wohnung. Da deine Wohnung im allerersten Stock ist, kann jeder, der draußen ist, sehen, dass du gerade in deiner Hand den Kopf deiner Mutter hast. Es dauert nicht lange, bis sehr viele Menschen darauf aufmerksam werden, dich fluchen, dich anschreien und dich sogar aufnehmen. Natürlich kommt jemand auch auf die Idee, die Polizei zu rufen, welche nach einer Zeit auch in die Wohnung geht und dich verhaftet. Allerdings kannst du dich an die Verhaftung nicht mehr erinnern, weswegen du voll schockiert neben einem Polizisten aufwachst. Es dauert nicht lange, bis du ihm von deinem Albtraum erzählst, was du in deinem Albtraum gemacht hast. Und ihn auch fragst, wo deine Mutter ist und ob du deine Mutter sehen darfst. Allerdings teilt er dir mit, dass das, was passiert ist, kein Traum war, sondern ein echt passiert ist. Auf jeden Fall war es das jetzt mit der grausamen Mordgeschichte. Mich würde es interessieren, was ihr denkt, was der Typ für eine Strafe verdient hätte, weil einerseits war er ja unter dem Einfluss von Drogen, aber andererseits hat er seine Mutter ermordet und ihren Kopf aus dem Fenster geschmissen. Falls ihr das Video auf irgendeine Art und Weise informativ oder, wenn es auch komisch klingt, unterhaltsam fandet, würde ich mich über ein Like, Abo und einen Kommentar freuen. Ciao.